nicht mehr und nicht weniger. Und ich betone, es ist ein zerbrechlicher Zwischenerfolg. Das we took the greatest economy in the history of the world and we closed it in order to win this war. And we're in the process of winning it now. Und deshalb hat unsere Beratungen bestimmt, dass es jetzt kein falsches Vorpreschen geben darf, auch wenn die besten Absichten dahinter stehen, sondern wir müssen verstehen, dass wir so lange mit dem Virus leben müssen, wie es keine Medikamente und insbesondere keinen Impfstoff gibt. We must have a working economy and we want to get it back very, very quickly. And that's what's going to happen. I believe it will boom. Wenn wir jetzt mehr öffentliches Leben zulassen, in kleinen Schritten, dann ist es ganz wichtig, dass wir noch besser die Infektionsketten verfolgen können. Es muss unser Ziel sein, jede Infektionskette verfolgen zu können. We're starting to open up our states and I think they're going to open up very well. We're going to be watching it. We're going to be watching it very closely. We're working with them on testing. We're working with them on whatever they need. I don't think they need ventilators anymore. Die Kurve ist flacher geworden. Es bleibt nach wie vor so, sie muss so sein, dass sie unser Gesundheitssystem nicht überfordert. Und wir haben Modellbetrachtungen gemacht. Wenn wir sind jetzt ungefähr bei diesem Reproduktionsfaktor 1, also einer steckt einen an, der natürlich auch nicht, das kann ich immer nur für eine Infektionskette sagen, ob einer einen ansteckt. Und das ist dann ein Mittelwert, aber es ist ungefähr einer steckt einen an. Our experts say the curve has flattened and the peak in new cases is behind us nationwide. More than 850 counties or nearly 30% of our country have reported no new cases in the last 7 days. Because of our early and aggressive action, we have avoided the tragedy of healthcare rationing and deadly shortfalls that have befallen many other nations. Schon wenn wir darauf kommen, dass jeder 1,1 Menschen ansteckt, dann sind wir im Oktober wieder an der Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitssystems mit den angenommenen Intensivbetten. Wenn wir 1,2, also jeder steckt 20% mehr, 1,2 an, also von 5 Menschen steckt einer 2 an und 4 ein. Dann kommen wir im Juli schon an die Belastungsgrenze unseres Gesundheitssystems und bei 1,3, das hört sich nicht viel, wir kommen von 4-5 Ansteckungen, 3-5 Ansteckungen. 1,3 sind wir im Juni an der Belastungsgrenze unseres Gesundheitssystems. Daran sehen Sie also, in welch kleinem Spielraum wir uns aufhalten. I think you're going to see quite a few states starting to open. And I call it a beautiful puzzle. You have 50 pieces, all very different. But when it's all done, it's a mosaic. When it's all done, it's going to be, I think, a very beautiful picture. Und die ganze Entwicklung basiert darauf, dass wir davon ausgehen, dass wir eine Infektionszahl haben, die wir überblicken können, die wir nachverfolgen können. Und dass wir mehr Schutzkonzepte haben und durch die mehr Schutzkonzepte auch mehr Lockerungen machen können. Aber es ist ein dünnes Eis, wie Herr Tschentscher gesagt hat, oder eine fragile Situation oder eine Situation, in der Vorsicht das Gebot ist und nicht Übermut. I think we're going to have a lot of states open relatively soon. We're beating the date. I set a date of May 1st and, you know, here we are. And I think you're going to have some nice surprises over the next few days. Und deshalb hoffe ich, dass alle weiter so mitmachen und die Regeln einhalten. Das alles ermöglicht uns dann ein kleines Stück immer weiter öffentliches Leben, wie wir es gewohnt sind. Aber and by the way, other countries are at a point where they're studying. I see where Germany's starting to open up a little section. So there are a lot of great things happening. And we're going to start to open.